Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video 8.z. Z, mal etwas außerhalb der Reihenfolge wieder. Es handelt sich um ein Zusammenfassungsvideo. Und zwar wollen wir uns heute mal die Abstandsprobleme, um die wir uns in den ganzen letzten Stunden gekümmert haben, mal ein bisschen im Kontext zueinander anschauen. Und der Tanja und ich haben mal ein bisschen gesammelt und kamen auf 7 verschiedene Fälle. Denken sich, boah, 7 Stück, da muss ich jetzt 7 Verfahren auswendig lernen. Und dann gibt es ja manchmal noch 2 oder 3 Verfahren zu sehen. Das dauert ewig. In Wirklichkeit ist es gar nicht so schlimm. Es gibt 4 Grundverfahren, die muss man auswendig lernen. Und bei allen anderen hilft die Logik und man kann die Probleme eben auf diese 4 Verfahren zurückführen. Mal eine Aufgabe jetzt an euch. Gut, ihr zeichnet bzw. schreibt diese Tabelle hier und die Skizzen einfach mal in euer Heft ab. Und in diese rechte Spalte, die jetzt noch frei ist, könnt ihr mal zunächst mal mit Bleistift eintragen, wie macht man denn jeweils, wie bewerkstelligt man es jeweils, den Abstand auszurechnen? Einfach 2, 3 kurze Stichworte. Wenn ihr was nicht wisst, lasst es frei. Und wir schauen uns an, wie das Ganze geht. In 3, 2, 1. So, gehen wir es mal direkt an. Der erste Fall, Punkt, Punkt. Das können wir schon seit längerem. Das geht nämlich wie? Das geht einfach über den Betrag des Vektors P1, P2. Genau. Dann frage ich Sie mal, Punktebene, können Sie das noch? Das kann ich auch noch. Und zwar haben wir das Ganze am einfachsten mit der Hessischen normalen Form gemacht. Die gibt es zweimal, einmal für die normalen Gleichung, einmal für die Koordinatengleichung. Sie haben dabei einen Tipp, was sollte man grundsätzlich nochmal machen? Ich empfehle wirklich, die mit der Koordinatengleichung ist eigentlich einfach zu rechnen. Und auch für die Schüler hat es sich bewährt, wenn sie diese Methode benutzen. Gut. Gut, drittens, Punktgerade, hatten wir das schon, Herr Thein? Ja, da haben wir die Methode mit der sogenannten Hilfsebene gemacht. Genau. Wenn man sich nicht mehr erinnert, muss man das Video vielleicht nochmal gucken. Gut, zu 4 und 5, das haben wir so direkt noch nicht gemacht. Lassen wir mal kurz noch aus. Gut, dann kommen wir zu Gerade. Gerade das können wir nämlich, wenn die Gerade und die anderen Gerade windschief zueinander sind. Da gab es 2 Varianten. Variante 1 war die mit der Orthogonalitätsbedingung. Ja, war auch erst im letzten Video beides dran. Also das sollte bei euch noch einigermaßen da sein. Wir haben gesagt, das ist die schwierigere von beiden, aber die benutzen wir, wenn man den Lotfußpunkt herausfinden will. Und gerade für später brauchen wir die noch ab und zu. Aber wenn man wirklich nur den Abstand will, dann nimmt man die andere Variante, Variante 2. Da gab es auch eine Hilfsebene und man brauchte dann auch die hessische normalen Form. Okay, 7 Ebene, Ebene parallel, da hatten wir keine Methoden. Im Endeffekt, diese 4 Methoden sind die wichtigsten. Die solltet ihr auswendig lernen, 1, oder? 2, 3 und dann eben die beiden Versionen. Das sind 5 dann im Prinzip. Ah, sind eigentlich 5, genau. 4,5. 4,5, danke. Gut, jetzt schauen wir uns aber trotzdem mal die anderen 3 Probleme an. Auch das kriegen wir hin. Und zwar können wir die jetzt immer runterbrechen auf 1 der anderen Verfahren. Vielleicht macht ihr euch kurz nochmal Gedanken zu 4, 5 und 7, ob euch einfällt, mit welchem der anderen Verfahren, mit einem kleinen Kniff, man das hinkriegt. Und wir schauen es uns gemeinsam an in 3, 2, 1. Okay, überlegen wir mal Variante 4, gerade Ebene. Sie haben zwar diesen Abstand orange eingezeichnet, aber eigentlich, den könnte man auch noch öfters orange einzeichnen, oder? Ja, den könnte man genauso hier hinzeichnen, man könnte ihn hier hinzeichnen, man könnte ihn hier hinzeichnen, hier hinzeichnen, hier hinzeichnen. Eigentlich zwischen jedem Punkt der Geraden und der Ebene. Und jetzt habe ich gerade schon ein Wort gesagt. Ah, das heißt Punkt, jeder beliebige Punkt, Ebene. Dann nehme ich einfach irgendeinen Punkt der Geraden und nehme hessische Malform wieder, siehe 2. Genau, das Ganze ist nichts anderes als Verfahren Nummer 2. Gut, muss halt wissen, dass man logisch denken muss, man dabei logische denken muss man halt immer. Um darauf zu kommen, dass es wirklich die hessische Malform ist, dass man es einfach machen kann. Ihr Spezialgebiet, logisches Denken. Ja, ein bisschen kann ich das. Sie auch? Ja, immer wieder. Dann zeigen Sie es nochmal bei 5. Nummer 5, genau. Schauen wir uns Nummer 5 an. Wir haben jetzt hier 2 parallele Geraden. Ja, wie geht's denn? Jetzt könnte man hier wieder genauso sagen, naja, der Abstand, der orangene hier, der ist doch überall wieder der gleiche. Und da könnte auch wieder mit der 2 gehen. Ist aber ein Trugschluss, denn wenn wir irgendeinen Punkt hier von G nehmen, woher sollen wir dann wissen, welches genau der Punkt von H ist, der hier zu orthogonal ist? Schwierig. Aber das können wir doch eigentlich auch schon, und zwar Punktgerade. Ein Punkt zu einer Geraden, das ist kein Problem, das können wir. Wir nehmen also einen beliebigen Punkt von G und bestimmen dessen Abstand zu H. Und das machen wir mit dem Verfahren von 3. Also können wir wieder sagen, siehe 3.
Ist natürlich hier egal, ob wir einen beliebigen Punkt auf G nehmen oder ob wir einen beliebigen Punkt auf H nehmen. Das ist dabei egal, oder? Das ist egal. Richtig. Muss man jeweils den Abstand zu anderen Geraden bestimmen. Wenn das zu derselben Geraden macht, kommt 0 raus. Ja, das wäre doof. Aber das sind wir ja nicht. Nein. Okay, wir haben noch eins. 7. Ebene, Ebene. Ich glaube, das kann ich. Darf ich? Ja, klar. Okay, also diesen orangenen Abstand, den könnte man da auch öfters einzeichnen, da die Ebenen ja parallel sind. Genau. Das heißt, ich will einfach wieder, wie immer, eigentlich wie bei den anderen Verfahren eigentlich auch, einen Punkt auf der Ebene, zum Beispiel hier auf E2. Und dann habe ich hier wieder das Problem, irgendein beliebiger Punkt zur anderen Ebene, der Abstand. Das mache ich wieder über die hessische Malform. Wunderbar. Also wieder E2. Gut, wir haben aus 7 Problemen quasi nur 4 gemacht. 4,5. 4,5, richtig. Und das schreiben wir uns jetzt kurz allgemein auf. So, allgemein schreiben wir uns auf. Alle Abstandsprobleme lassen sich auf die folgenden 4 Probleme zurückführen. Erstens Abstand Punkt Punkt. Das Ganze könnt ihr nachschauen im Video bzw. Kapitel 7.3. Abstand Punkt Ebene könnt ihr nachgucken im Video Kapitel 8.2. Abstand Punkt Gerade im Video bzw. Kapitel 8.3. Und Abstand Windschiefergeraden im Video bzw. Kapitel 8.4. Na super, jetzt habt ihr schon ein paar Videos, die ihr über die Ferien gucken könnt. Ha, endlich was zu tun. Ich merke, wie uns eure Begeisterung durch den Bildschirm durch anspringt. Klasse, so viel Einsatz für Mathe. Boah, Leute, Wahnsinn. Haben wir noch Aufgaben? Ja. Gut, die schauen wir uns mal an. Aufgabe 1. Zeige, dass die Gerade G parallel zur Ebene E ist und berechne den Abstand. Gut, sind ja eigentlich 2 Probleme in einem. Fangen wir doch mit dem ersten an. Versuchen wir erstmal zu zeigen, dass die Gerade parallel zur Ebene ist. Hatten wir das nicht schon mal erteilt? Ja, das haben wir schon einige Male gemacht. Überlegt mal, ob es noch einfällt. Wenn nicht, blättert mal in eurem Heft ein Stückchen nach vorne, wo das kam. Als allererstes könnte man eine Skizze machen. Denkt nochmal dran in der Skizze, was da alles rein muss. Wir haben eine Gerade, wir haben eine Ebene. Zu einer Ebene gehört ein Stützvektor, einen normalen Vektor, zu Gerade auch ein Stützvektor und ein Richtungsvektor. Zeichnet das mal alles ein, dann fällt es euch ja vielleicht auch schon wieder ein. Und wir sehen uns damit wieder in 3, 2, 1. So, da haben wir unsere Skizze, E mit unserem Stützvektor und normalen Vektor. Und wir haben unsere Gerade mit unserem Stützvektor und unserem Richtungsvektor. Gut, was müssen wir jetzt zeigen, Herr Thein? Gut, wir sehen es direkt schon in der Skizze. Wenn die Gerade parallel ist zur Ebene, dann muss deren Richtungsvektor U und der normalen Vektor in der Ebene orthogonal zueinander sein. Das bedeutet also, ihr Skalarprodukt muss 0 sein. Das wurde hier drüben schon als Bedingung aufgeschrieben, unten wird es ausprobiert und tatsächlich, es kommt 0 raus. Perfekt, sie sind parallel. Wunderbar, dann haben wir es. Und nochmal als Erinnerung, wenn ihr so Skizzen wirklich so macht, seht ihr es hier auch sehr schön, dass der Richtungsvektor und der normale Vektor orthogonal zueinander stehen, oder? Ja. Gut, der Abstand. Wie können wir den jetzt machen? Wir haben gesagt, bei diesem Abstandsproblem, wenn Gerade und Ebene parallel ist, dann können wir irgendeinen beliebigen Punkt hier auf G nehmen und den Abstand zur Ebene nehmen. Ja, Moment mal, wir müssen gar keinen beliebigen nehmen. Wir können natürlich jetzt irgendeinen von G bestimmen. Wir haben einen ja schon festgegeben von G. Und zwar unser Q, der ist da. Stimmt, hier, 446, den können wir einfach nehmen. Und dann machen wir mit der hessischen normalen Form Abstand von dem Punkt zu der Ebene. Und das kriegt ihr hin. Und wir schauen es uns an in 3, 2, 1. So, der Abstand von der Geraden G und der Ebene E lässt sich jetzt, weil sie parallel sind, zurückführen auf den Abstand vom Punkt Q zur Ebene E. Den haben wir mit der hessischen normalen Form hier berechnet. Oben im Zähler kommt 33 raus, im Nenner 11. Das ist also der Betrag von 3 und der Betrag von 3 ist 3, also der Abstand ist einfach 3. Gut, an der Stelle vielleicht was, ist mir neulich auch im Unterricht aufgefallen. Unten unter der Wurzel kommt raus 121. Und das sind so diese Quadratwurzeln von 11, 12, 13, 14, 15 und so weiter. Wenn man da ein paar auswendig kann, das ist nicht schlecht und kann einem später im Pflichtteil vom Abi vielleicht mehr viel Zeit sparen. Gerade mal so von 11 bis, naja, 14, 15. Können Sie die? Was ist die von 11? 121. Von 12? 144. Von 13? 169. Von 14? 196. Von 15? 225. Seht ihr, weiter kann ich sie auch nicht. Aber das braucht man gar nicht, wenn man nur Mathelehrer fragt weiter. Gut, kommen wir zur Aufgabe 2. So, Aufgabe 2. Zeige, dass die Ebenen E1 und E2 parallel sind und bestimme gegebenenfalls deren Abstand. So wie eben in Aufgabe 1, 2 Aufgabenteile. Zunächst mal kümmert ihr euch drum, sind die beiden wirklich parallel? Das muss man erstmal zeigen. Macht wieder eine Skizze, macht alles rein, was reingehört und weist rechnerisch nach, dass sie parallel sind. Und dann sehen wir uns wieder in 3,
2, 1. So, hier sind die zwei Skizzen von den, die eine Skizze von den zwei Ebenen. Der Schützvektor und der Normalvektor ist eingezeichnet. Genau, hier ist auch der Schützvektor und der Normalvektor eingezeichnet. Und was sehen wir hier direkt? Was muss gelten, damit die Ebenen parallel sind, was wir zeigen müssen? Na gut, die beiden normalen Vektoren müssen die gleichen sein oder Vielfache voneinander, denn dann sind die normalen Vektoren parallel und automatisch auch die Ebenen parallel. Das heißt, muss diese Bedingung gelten, n1 muss ich darstellen lassen als a mal n2, also irgendeine beliebige Zahl muss man für a einsetzen können. Und das geht auch, man sieht hier direkt, wenn man e1 mal 5 macht, kriegt man e2, beziehungsweise wenn man den normalen Vektor von e1 mal 5 macht, kriegt man den normalen Vektor von n2, das meinte ich. Oder andersrum, wie es ja steht, den normalen Vektor von e2 mal ein Fünftel, dann kriegt man den von e1. Also macht man einen Haken dran, das passt. Gut, jetzt fehlt es noch der Abstand. Wie können wir das machen, Herr Thein? Gut, wir machen eigentlich genau das gleiche wie eben in Aufgabe 1. Wir reduzieren das Problem Abstand Ebene Ebene auf Abstand Punkt Ebene, denn jeder Punkt auf e2 hat den gleichen Abstand von e1. Und naja, jetzt brauchen wir halt irgendeinen Punkt, der auf e2 liegt. Und am einfachsten wäre es, wir nehmen irgendeinen leicht zu bestimmenden Spurpunkt. Zum Beispiel, wenn wir uns E2 anschauen, E2. E2 wollten wir nehmen. Genau. Zum Beispiel könnten wir nehmen 0 minus 5, 0. Das ist auch gut, dann nehmen wir 0 minus 5, 0. Wenn man den oben einsetzt, kommt auch tatsächlich 25 raus. Der liegt also auf der Ebene. Das heißt, wir bestimmen den Abstand von dem Punkt Q zur Ebene E1. Und das ist wieder die HNF. Das kriegt ihr selber hin. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, der Abstand von der Ebene E1 und der Ebene E2 lässt sich jetzt vereinfachen auf den Abstand von beliebigen Punkt Q auf der Ebene E2, also einfach den Punkt 0 minus 5, 0 zur Ebene E1. Rechnen wir über die hessische Normalform. Hier dieses 2 mal 0 und das 2 mal 0 hätten wir uns sparen können. Ich habe es der Ausführlichkeit halber mal hingeschrieben. Sehr löblich. Und dann kommt raus der Betrag von 12 Drittel. Das ist der Betrag von 4, also einfach 4. Gut, das waren jetzt zwei Aufgaben zu 2 von diesen 7 genannten Problemen. Im Unterricht schauen wir uns noch ein paar andere Probleme dazu an und ihr werdet sehen, mit unseren im allgemeinen Teil genannten 4 Verfahren werden wir alles hinkriegen. Tschüss. Bis dann.